Hallo Leute, mein Name ist Marek Ulrich, ich bin Leistungssportler und ich komme ursprünglich aus Dessau. Heute habe ich die Ehre, euch etwas Sportliches zeigen zu dürfen. Und zwar geht es um die Liegestütze. Ich denke mal, einige von euch werden wissen, wie Liegestütze auszusehen haben oder können auch Liegestütze sehr gut. Trotzdem möchte ich euch gerne mal zeigen, auf was man achtet. Und was man noch für Schwierigkeitsgrade mit einbauen kann. Und für die Profis unter euch, schaut gerne mal auf meiner Instagram-Seite vorbei. Da habe ich momentan mit meiner Trainingsgruppe die Bring Sally Up Liegestütz Challenge. Und ja, versucht es einfach mal. Mal schauen, ob ihr länger durchhaltet als ich. Ich glaube, die meisten von euch werden wissen, wie die Ausgangsposition der Liegestütze auszusehen hat. Wichtig hierbei ist natürlich Körperspannung, damit man natürlich dann wie ein Brett nach unten und nach oben gehen kann. Wichtig hierbei ist natürlich wirklich dann eigentlich die Körperspannung, damit wir halt nicht durchhängen, also nicht so zum Beispiel, dass der Bauch fast zuerst ablegt, oder auch so machen viele. Ja, versuchen halt wirklich den Po unten zu lassen in der Körpermitte. Und wie ein Brett oder wie eine Linie nach unten und nach oben zu gehen. Für diejenigen, die die Liegestütze schon wie das 1x1 beherrschen, kann man natürlich jetzt noch die Handpositionen variieren. Zum Beispiel, dass wir ganz weit außen fassen, also zum Beispiel so, und einen Liegestütz machen. Ganz schmal, dass wir halt dann zeige ich am besten einmal, dass man halt ein bisschen mehr über den Trizep geht. Das heißt, wir lassen die Ellenbogen nah am Körper. Ansonsten dann noch müssen wir natürlich wieder schulterbreit erstmal am Anfang aufsetzen. Und dann setzen wir jetzt den rechten Arm nach vorne, den linken etwas nach hinten und machen einen Liegestütz. Und dann natürlich die andere Seite genauso, also links nach vorne. Rechts zurück. Und ja, für die Schmerzunempfindlichen kann man natürlich noch Liegestütze auf der Faust machen. Für die, die es natürlich jetzt, die jetzt ein bisschen empfindlicher sind, nehmen am besten irgendwie eine Decke oder ein Handtuch oder eine Matte. Und dann ist es natürlich wichtig, jetzt nicht mit dem Handgelenk wegzuknicken, sondern schön fest zu bleiben. Genau. Und für diejenigen, die natürlich jetzt noch einen draufsetzen wollen, kann man das natürlich alles noch auf den Fingerspitzen machen. Da ist es natürlich wirklich sehr wichtig, dass man einen Untergrund hat, wo man jetzt nicht so wegrutscht. Also ich rutsche eigentlich hier schon etwas weg, aber ich gucke mal, ob ich das jetzt trotzdem hinbekomme, um euch das zu zeigen. Genau. Das könnte man jetzt noch mit einfließen lassen, wenn die normalen Liegestütze schon etwas langweilig werden.